Hi und herzlich willkommen zurück bei Tinchen TV. Wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich gern bei der Four-Chord Challenge von der lieben Ina Salisbury teilnehme. Und auch diesen Monat haben wir wieder ein tolles Thema. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. So, unsere Four Chords sind diesen Monat, also entweder ein Haus oder mehrere Häuser, Gebäude, eine Stadt, eine Straße, ein Schloss, irgendwas zum Thema Gebäude in zwei- oder dreidimensional. Ich hätte jetzt also auch was bauen können, wie damals diese Häuser von meinem Weihnachtsdorf. Aber ich habe mich für eine Art Journal-Seite entschlossen. Und ich habe von meiner Freundin Christine ein tolles, großes Journal gekriegt. Und weil ich immer Schiss habe, dass ich mich vertue und die Seite dann rausreißen muss, habe ich mich entschlossen, mir Papiere in 21x21 zurechtzuschneiden und die, wenn gelungen, dann da einfach einzukleben. Und ich habe hier ein Stück Aquarellpapier und habe meine Lavinia-Stempel wieder rausgeholt. Und das sind die hier. Und mit denen werde ich, hier seht ihr es gut auf dem weißen Hintergrund, also einmal die Pilze und einmal hier diese drei Feenhäuschen, die möchte ich benutzen. Dann sollte als zweites Mauerwerk benutzt werden, also eine Schablone, oder ihr macht euch das Mauerwerk bei einem richtigen Haus mit kleinen Eisstielen oder irgendwas. Also es soll Mauerwerk da sein. Man kann es auch also entweder mit Farbe schablonieren oder mit Strukturpaste. Aber ich habe hier auf den Häusern schon Mauerwerk drauf. Und ich denke mal, wenn das klappt, dass ich diese Häuser nehme, dann werde ich nicht zusätzlich eine Schablone mit Mauerwerk brauchen, sondern ich werde einfach das nehmen, was da ist. Als drittes soll eine Figur mit dabei sein, und als viertes soll diese Straße, dieses Haus, diese Stadt einen Namen kriegen. Das sind die vier Kriterien. Und ich werde jetzt erstmal mein Aquarellpapier mit ein bisschen Grün und ein bisschen Blau versehen, denn ich möchte so eine Art Hügellandschaft haben, auf denen diese Häuser dann stehen. Also so ein kleines Dorf, wenn ihr so wollt. Und Himmel brauchen wir ja auch. Und da werde ich wieder auf meine Wasserfarben zurückgreifen. Vielleicht nehme ich gerade den breiten Pinsel. Aber da habe ich immer in meinem Kasten ein bisschen wenig Platz für den breiten. Und ich nehme Wasser. Und ich brauche jetzt erstmal Grün. Und da ich ja nicht so der Fan von dem ganz schrillen Grün bin, werde ich hier dieses Olivgrün benutzen. Vielleicht mache ich meine Seite vorher nass. Mal gucken, ob die Farben dann besser fließen. Ich sprühe sie mal so ein bisschen an. Und dann mache ich wie bei der anderen Art Journal Seite, ziemlich unspektakulär, erstmal Grün. So. Dann brauchen wir Himmel. Das wälzt sich jetzt natürlich, weil ich so viel Wasser habe. Aber
bevor ich jetzt weitermache mit Wolken oder mit anderen Mustern in dem Boden noch, also in der Grasschicht, lasse ich das jetzt erstmal trocknen. Ich habe jetzt hier unten noch so ein bisschen gewischt mit meiner Distress Oxid, um so ein paar Hügel anzudeuten. Und da mache ich jetzt die Häuser rein. Also so kreuz und quer, damit es aussieht wie so eine Landschaft. So eine Hügellandschaft mit solchen kleinen Häuschen drauf. Damit es ein bisschen mehr werden, muss ich öfter mal das Gleiche nehmen. Das ist aber nicht so schlimm. Die werden nachher noch angemalt mit Gelstiften. Erstens mal glänzen sie dann schön. Und dann kann ich natürlich diese ganz feinen Muster mit einem schönen dünnen Stift besser kolorieren. Das ist jetzt mal so das Grundgerüst. Dazwischen werden noch Blumen und sowas kommen. Also das ist jetzt schon mal hier mein kleines Dorf. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen trocknen. Was ich jetzt noch gemacht habe, war so ein bisschen Wolkenmuster. Also wie ich es euch bei dem anderen Art Journal Bild schon mal gezeigt habe, ich fange mit einem großen Strich an und werde einfach nach unten immer kleiner, um so ein paar Wolken zu erzeugen. Und dann habe ich hier gestempelt noch mit meinen Blüten. Hier eine und hier eine. Und die Personen werden meine kleinen Lavinia Elfen sein, die hier in der Luft über diesen Häusern fliegen. Ich habe mir jetzt mal zwei da drauf gemacht. Wie gesagt, bei den Stempeln, die sind so schnell verschmiert. Schon nach dem ersten Mal benutzen, kriegt ihr das Schwarze nicht mehr ab. Und deshalb sehe ich nicht, ob ich genug Farbe drauf habe. Sorry, das war mein Stativ. Und wenn ich nicht genug Farbe drauf habe, dann klappt das natürlich auch mit dem Stempelabdruck nicht. Aber ich kann es nicht erkennen, weil die Stempel schwarz sind. Also nicht mal mit einem speziellen Stempelreiniger habe ich es geschafft, die sauber zu kriegen. Keine Chance. So, das sind jetzt mal die. Und dann habe ich die noch. Gucken, wo ich die hinsetzen kann. Die hat die Beine so ein bisschen angezogen. So. Das sind jetzt meine Personen. Das sind diese kleinen Elfen, die da über den Häusern fliegen. Und was ich jetzt noch mache, ist einfach nur die Häuser bemalen. Dazu nehme ich euch nicht mit, weil das würde unheimlich lange dauern. Ich habe hier eine schöne Auswahl an Gelstiften in Metallic, in Glitzer, in Neon. Da gab es mal so ein ganzes Set beim Lidl, glaube ich, vor einiger Zeit. Und damit werde ich die Häuser jetzt bemalen. Und das war schon mein ganzer Beitrag. Mehr werde ich da gar nicht dazu machen. Wie gesagt, ich habe kein separates Mauerwerk verwendet und natürlich wird meine Stadt noch einen Namen kriegen, den wir noch integrieren müssen. Aber jetzt werde ich einfach mal versuchen, diese Häuschen bunt zu machen mit verschiedenen Stiften und dann zeige ich euch, wie es aussieht. Die Schablone hier, die kennt ihr auch schon von meiner anderen Art Journal Seite, von der Sommerwiese. Und ich habe mir gedacht, da ich nichts Weißes zum Wischen habe,
nehme ich mein Versamark und versuche das so durch die Schablone zu drücken, dass ich nachher an den Stellen, wo ich embossen möchte, auch Kleber habe. Ich suche mir also da Wolken aus, die mir meine Elfen und meine Vögel nicht verdecken. Die Vögel habe ich nachträglich noch draufgestempelt mit meinem kleinen Lavinia-Stempel. Ich habe das jetzt mal versucht, da durchzudrücken und werde das jetzt mit weißem Embossingpulver embossen und hoffe, ich kriege dann da so eine schöne Wolkenform raus. Wo waren jetzt da überall Wolken? Das waren die drei. Das machen wir weg. Dann brauche ich einen Pinsel. So. Dann muss das wieder rein. Muss ich mir wieder mal nachbestellen, weil ich von dem Weißen nicht mehr genug habe. Das jetzt auf der einen Seite. Mal gucken, hier dazwischen. Hier noch eine. Mit dem kleinen könnt ihr solche Schablonen ein bisschen besser bearbeiten, wie wenn ihr eine große habt. Also mit dem kleinen, wie wenn ihr ein großes habt mit dem kleinen Klebekissen. Und hier noch eine. Weil alles, was ihr zu viel drauf schmiert, möchte dann auch embossed werden. Also da klebt dann das Pulver drauf. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir eine. Und hier. Da ist noch so ein bisschen. Und auf der Elfe ist auch noch was, wo weg muss. So, jetzt werde ich das föhnen. Und dann haben wir auch noch ein paar weiße Wolken mit ein bisschen Struktur. Bei dem anderen hatte ich es ja mit Strukturpaste gemacht. Ich föhne das jetzt. Also ihr seht, es hat geklappt. Hier so ein paar Wölkchen. Das ist keine ganze Wolke mehr. Ich mache das am besten ganz weg. Ich föhne das jetzt und mal meine Häuser an. Und dann gucken wir mal, was wir weiter da noch machen können. So, ihr Lieben. Ich habe hier schon ein bisschen probiert, weil ich hatte mir überlegt, eigentlich habe ich die Vorkäuer ja nicht erfüllt, wenn ich nicht zusätzlich ein Mauerwerk benutze. Und dann habe ich mir gedacht, ich wische hier einfach so ein bisschen an der Seite. So als wäre das ein Mauerausschnitt, durch den man dieses Dorf sehen kann. Und das werde ich jetzt hier oben und an der Seite auch noch machen. Die Häuser... Sorry, die Häuser habe ich bemalt und habe zwischenrein diese Blume und diese hier mit diesem Stempelset noch gemacht. Und zwar war das einmal die und dann dieses Gras hier. Das habe ich hier überall dazwischen gemacht, also hier und hier und hier mal nur so die Oberteile, damit es solche Puschel werden. Also überall dazwischen noch so ein bisschen Grünzeug gesetzt. Und das Anmalen von den Häusern und den Pflanzen, das hat eine gute Stunde ungefähr gedauert. Bei uns ist extrem heiß und ich bin extrem genervt bei allem, was ich mache gerade. Ich hoffe, liebe Ina, es ist trotzdem für dich okay, was ich hier versucht habe, kreativ umzusetzen. Ich nehme meine Ground Espresso und mache das auch noch hier oben. Da muss ich dann jetzt in die andere Richtung gehen, damit die Mauer immer horizontal verläuft. Und ich mache das jetzt hier oben auch noch. Also ich wische das nur so leicht, dass da so ein bisschen Mauerwerk angedeutet ist, damit ich auch Mauerwerk habe.
und nicht nur das benutzt habe, was auf den Feenhäusern sowieso schon drauf ist. So, das muss dann so rum. Also nur mal so ein bisschen angedeutet. Das habe ich mir jetzt so im Nachhinein überlegt. Erstens mal wäre es nicht richtig erfüllt, wenn ich das nicht machen würde. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich jetzt hier an den Seiten nicht so ein bisschen Mauerwerk machen? Nur so leicht angedeutet. Ich finde es gar nicht schlecht. Also das macht so ein bisschen das Gefühl, da ist ein kaputter Mauerausschnitt und wenn man durch den durchguckt, sieht man diese Feen. Was wir jetzt zum Schluss noch brauchen, ist ein Titel. Und ich habe mir gedacht, ich nenne das Fairy Hill, was so viel wie Feenhügel heißt. Und das möchte ich hier und hier auf den Hügel noch schreiben. Erst habe ich mir gedacht, ich bastel mir so einen Wegweiser, also so ein Schild, auf dem das dann draufsteht. Aber das würde mir hier allerhand abdecken, weil bei mir ist da ziemlich viel los. Also ich habe gedacht, ich mache mir hier so einen Stängel rein und mache mir hier ein Schild. Aber ich werde es einfach auf den Hügel schreiben. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, oder mir noch nicht im Klaren war, welche Farbe ich benutze. Aber ich denke, ich werde etwas Kräftiges nehmen, damit man es auch lesen kann. Und vielleicht bleibe ich gerade bei meinen Glitzerstiften und nehme mal hier diesen Braunton und schreibe das einfach hier in den, auf diesen Hügel drauf, als wenn die Buchstaben auf dem Hügel wären. Einmal hier und einmal hier. Und das war es dann schon gewesen. Liebe Gina, ich hoffe, ich habe die Challenge erfüllt. Ich habe meine Häuser. Ich habe Mauerwerk. Ich habe die Feen als Personen. Und ich habe den Namen von diesem Dorf oder von diesem Hügel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die wieder zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei den anderen guckt oder bei so einer Challenge mal mitmacht, die einmal im Monat gestartet wird mit verschiedenen Elementen, die man einarbeiten soll. Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir ein Kommi, ein Däumchen, ein Abo hinterlässt oder alle drei. Und wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei wärt, das wäre supi. Bis dahin bleibt gesund, bleibt mir gewogen, passt auf euch auf und macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.